Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Suikoden. Und wir sind auf dem Weg zu den Drachenrittern. Doch die wollen uns hier nicht durchlassen. Jetzt hat uns aber Vincent de Boule uns einen geheimen Weg gezeigt. Und den werden wir jetzt betreten. Und mal wieder durchlaufen wir eine Höhle. Wie sollte es auch anders sein? Wir müssen ja auf jeden Fall aufpassen, denn Humphrey ist nicht gerade der Stärkste hier, ne? Beziehungsweise... So viel hält er nun auch nicht aus. Die anderen haben gar kein Problem. Die werden auch hier gut klarkommen. Aber bei Humphrey mache ich mir Sorgen. Der könnte ein paar Mal draufgehen. Deswegen hoffe ich, dass ich ein paar einfache Gegner kriege und sowohl Flick als auch Humphrey sehr schnell irgendwie nah vom Level her bei den anderen habe. Oh, 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 oh. Interessant, interessant. Ein neues Item zum Dings. Ich hätte das eher Humphrey geben sollen. Ha, egal. Gehen wir hier weiter. Oi, 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 oi. So, dann mache ich es mir mal leicht. Oh, warte mal, hier kann ich die Unit machen. Ich will mal gucken, wer da schon drauf geht. Ob die dadurch schon drauf gehen würden, teilweise. Oh, 300. Nicht schlecht. Ich habe jetzt zwar den Flächenverschwundibus-Zauber gemacht, aber gut zu wissen, gut zu wissen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier auch keine geheimen Gänge. Hoffe ich jedenfalls. Nee, ich erinnere mich jedenfalls nicht daran. Mal gucken. Ach, hier geht eine Treppe hoch. Aber ich glaube, die Höhle war nicht so groß. Aber es ändert auch nichts daran, dass es halt Situationen sind, die schon etwas länger her sind und dann auch nicht mehr so gut im Gedächtnis sind, wie andere Dinge. So, Power Close. Oh, Power Bonus sogar. Kriegt Humphrey. Ach, das ist sowas. Ah, interessant, interessant. So, jetzt noch hier runter. Ach Gott, immer diese Kämpfe. Hey. Die Höhle hat hier aufgehört oder so? Ja, irgendwie, ja, hat hier aufgehört. Ne, wo sind wir? Was ist das Problem? Guck mal nach unten. Nach unten? Wow! Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Ganz schön aufdringlich für Diebe, oder? Irgendwie was, keine Ahnung. Wir... Tai! Du bist Tai, nicht wahr? Erinnerst du dich an mich? Ich bin's, Fatsch! Ich bin derjenige, der euch zur Insel der Magier gebracht hatte, auf Blacks Rücken. Was macht ihr hier? Tai? Dann bist du der Anführer der Freiheitsarmee? Warum schlafen diese Drachen alle? Sind sie immer so? Das geht euch gar nichts. Entschuldigung. Ich wollte schon übersetzen, bevor es überhaupt, bevor ich wusste, was da überhaupt steht, ne? Was will die Freiheitsarmee hier? Werdet ihr nicht meine Frage beantworten? Ich bin Humphrey Mintz. Bla bla bla. Titel, Titel, ein Titel nach dem anderen. Ich möchte gerne Kommandant Joshua sehen. Okay. Jetzt, wo ihr gesehen habt, was hier passiert ist, muss ich Sir Joshua eh berichten. Danke dir. Ich bin Mlia, Deputy-Kommandant der Drachenritter. Danke dir, Lady Mlia. Bitte führ uns dahin. Wenn ihr diese Höhle verlasst, werdet ihr den Palast der Drachenritter sehen. Ich werde vorausgehen und Sir Joshua informieren. Lass uns gehen, Fatsch. Ja, hier stimmt was ganz und gar nicht. Drachen, die schlafen, die reagieren komisch drauf. Vielleicht der Grund, weswegen wir nicht in diese Domäne durften. Aber das werden wir noch alles nach und nach erfahren, was da jetzt genau vorgefallen ist. Und erstmal hier den Kampf erledigen, raus und dann zum Schloss.
Dort gibt es dann auch wieder ein paar Leute, die wir rekrutieren können. Ja, ich weiß, ich bin so rekrutierungsgeil. Aber ihr wisst ja, ich wollte sowieso alle 108 Sterne haben und wenn alle leben, kriegen wir Cremio wieder. Und das ist schon allein das Wichtigste überhaupt. So, nur noch hier rum, dann dürften wir draußen sein. Ja. Und ja, das ist halt nur dieses kleine bisschen da. Guck. Also so ein bisschen. Und schon sind wir da. So, hier laufen jetzt ein paar Gestalten herum. Wir gehen auf jeden Fall zu dem da hinten. Denn Fuma können wir rekrutieren. Bla bla bla. Oh, ihr habt mich gefunden. Ah, ihr seid der Anführer des Dings. Und rekrutieren. Okay, ich komme mit. Die Kurzfassung. Hier gibt es noch einen. Darüber bin ich froh, dass wir mit Humphrey im Team sind. Weil der kommt nur mit, wenn Humphrey halt im Team ist und wir den ansprechen und so. Und ich muss den nur finden. Nach oben darf ich nicht, glaube ich. Ach, da. Da ist der Typ, den ich meinte. Kreuz, du... Du bist Humphrey, nicht wahr? Bla bla bla. Und wieder ein Titel nach dem anderen. Wischiwaschi. Und dies und... Oh, der Kaiser ist doof. Und ich habe mich verändert. Und ich sehe, du und ich ebenfalls. Ich habe eine Bitte. Und wirst du uns joinen und begleiten und... irgendwas in der Richtung. So, ganz grob halt gesagt, ne? Ich glaube, bei der können wir uns heilen, oder? Nein, doch. Doch, 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 können wir. Und speichern können wir dort auch, falls ihr das wollt, ne? So, hier dürfte ich jetzt auch alle wieder haben, die man noch so extra rekrutieren kann. Sir Joshua, diese Männer sind die, von denen ich Ihnen erzählt habe. Humphrey, ist das... Bist du das? Das ist eine Weile her. Ja. Ich habe mir Sorgen gemacht nach all dem. Nach dem Unfall in Kaleka. Du bist einfach verschwunden, ohne eine Spur. Ich hatte meine Gründe. Joshua, das ist Kommandant Tai von der Freiheitsarmee. So, du bist also Kommandant Tai. Ich bin Joshua, Kommandant der Drachenritter von Drachen, bla 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 bla. Ich habe... was? Ich habe viel schon von der Freiheitsarmee gehört. Ich bin hergekommen, um mit dir einige Dinge zu besprechen. Wichtige Dinge? Was ist das? Wichtige Dinge. Ach, wir brauchen ihre Hilfe. Bitte lass mich auf einen Drachen fliegen. Hilf? Eure Armee helfen? Es ist wahr, viele von uns sind unzufrieden mit dem Kaiser. Mit dem derzeitigen Kaiser. Gibt es ein Problem? Hat es irgendwas mit den schlafenden Drachen zu tun, vielleicht? So, ihr habt sie also gesehen. Ich habe versucht, es als geheim zu behalten, indem ich die Tore geschlossen habe, aber... Aber vor einigen Monaten sind die Drachen einfach eingeschlafen, also... eingeschlafen und sind seitdem nie wieder aufgewacht. Ich habe alles versucht, aber ohne Erfolg. Nie wieder aufgewacht? Zurzeit sind die Drachenritter komplett nutzlos. Wir haben viele Doktor hergebracht, aber keiner war in der Lage, eine Heilung zu finden. Wir haben sogar einen Mann hinausgeschickt, um Liu Kang, den die Leute den heiligen Doktor nennen, zu finden, aber er ist verschwunden. Und ihr glaubt, dass dieser Liu Kang die Drachen heilen kann? Er ist der schlauste Doktor, er ist der beste Doktor hier im Land. Er kann sicherlich eine Heilung finden. Tai, das ist unsere Chance. Wir helfen ihm. Nee, also, das wird dann so hinauslaufen, dass er uns das schuldig ist. Nichts, es ist alles in Ordnung. Ja. Wo ist denn der Liu Kang-Dings, ne? Der ist ja verschwunden und alles. Der ist bei uns. Ja, ja. Um die da, bla bla, um die Drachen, die Drachen schlafen. Die schlafenden Drachen zu retten, brauchen wir Liu Kang-Dingens da.
Deswegen machen wir uns jetzt hier mal wieder ab. Benutzen den Blinking Mirror, um ganz schnell ins Schloss zurückzukommen. Ja, ich sollte auch nochmal drücken, ne? Ja, ganz gut. Und dann gehen wir mal nach oben. Und holen Liokan mit in die Party, wenn die nicht sogar schon im Besprechungsraum auf uns warten. Mal kurzer Abstecher rein. Nein, da wartet keiner auf uns. Gut, dann nehme ich den einfach so mit. Ich hoffe, das war schon richtig so. Change. Eject. Ja, dann muss Kirkus jetzt gehen. Es tut mir leid, Kirkus. Das ist nur für eine kurze Zeit. Na, vielleicht für eine längere. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dann doch lieber Stallion bei mir behalten. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Hätte ich mich daran erinnert, dass man den ja braucht, ne? Dann hätte ich den direkt von Anfang an mitgenommen. Dann hättet ihr euch aber gefragt, warum hat sie den mitgenommen? Und dann wäre das vielleicht aufgeflogen. Hätte ich euch ja gespoilert. Nein, das geht so nicht. Und wieder zurück. Wegen solcher Dinge liebe ich den Blinky Mirror und Vicky, dass die mich immer so hin und her, so kurzreisemäßig möglich ist, dadurch. So, dann gehen wir mal nach oben und sagen, guck mal, wir haben den gefunden. Du bist Master Liokan. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr Mitglied der Freiheitsarmee seid. Bitte, Sir, würden Sie ein Auge auf unsere Drachen werfen? Natürlich. Wie geht es Ihnen, Master Liokan? Das ist keine Krankheit. Sie wurden vergiftet mit einer Schlafdroge, also mit einem Schlafgift. Keine Krankheit? Nein, jemand hat ihnen Gift gegeben. Ich hatte so das Gefühl, dass irgendwer in unsere Domäne reingeschlichen ist. Gibt es eine Heilung? Ich kann ein Gegengift herstellen, aber ich werde einige Zutaten benötigen. Mondlichtsamen. Mondlichtgras. Black Dragon Orchidee und... Was ist die andere Zutat? Ach, wir belassen es für später. Besorgt mir erstmal die ersten beiden. Kommandant Tai? Es sollte Mondlichtgras in Sieg Valley wachsen. Sieg Valley? Sir Joshua... Der einzige Drachen, der noch am Leben, der noch wach ist, ist Black. Und mein eigener, Trash. Ich werde Tai und seine Männer mit nach Sieg Valley nehmen. Viel Glück, Milia. Kommandant Tai, lass uns beeilen. Ich denke, ich werde hier warten, bis ihr mir die Zutaten bringt. Kommandant Tai, Trash wartet außerhalb. So, jetzt haben wir eine Drachenritterin bei uns und dann denken wir mal, wird Fudge dann mit Black die Orchidee holen? Okay, bringt nichts mehr weiter. Warte mal, ich muss erstmal die Formation ändern. Okay, sie macht M. Das ist jetzt doof. Ich kann es eigentlich nur gegen Dings austauschen. Ich werde auf jeden Fall die beiden mal drehen. Weil wenn einer von denen stirbt, dann kommt ja Milia als nächstes. Und dann ist es doof, wenn ein Fernkämpfer eigentlich plötzlich an erster Stelle steht. Also in der vordersten Front steht. So, Fudge wartet außerhalb und zwar hier im Schloss. Nach langer Zeit werden wir wieder mal mit einem Drachen fliegen. Master Tai, lass uns zum Sieg Valley fliegen. Auf meinem Trash. Und wir dürfen ihn nicht bewegen. Er fliegt von alleine. Doof, ich weiß.
mir mal da. Die Sonne blendet mich. Ich hab Hunger. Ich muss mal. Das ist Sick Valley. Ich kann hier gar nichts sehen, was irgendwie aussieht wie Mondlichtgras. Wir müssen wohl tiefer hinein. Ja, müssen wir. Oh, Master. Oh, Master Rope. Das klingt so spektakulär. Wo ist die jetzt hin? Da. Oh, toll. Kann keiner tragen. Natürlich. Ist immer so. So, da gehen wir mal weiter. Ich glaube, hier in die Richtung. Ja. Hier haben wir unseren letzten Schmied. Aber der kommt nur mit, wenn wir Moos und Moos bei uns haben. Und das ist quasi der Lehrmeister von allen. Und der wird dann dafür sorgen, ja, dass wir unsere Waffen auf Max-Level machen können und so. Also das ist nochmal Geld verschwenden, ne? Wir müssen uns also merken, sobald wir die Möglichkeit dazu haben, nutzen wir die, weil wir nicht viele Möglichkeiten dazu haben, ihn dann zu rekrutieren. Weil ab einem gewissen Punkt kommt alles Schlag auf Schlag. Warte, ich gehe den anderen Weg kurz mal, der führte mich zu einer Kiste. Da ist die Kiste. Sound Setting 2. Jetzt den eigentlichen Weg. Man muss dann auch aufpassen, wenn man mit den anderen unterwegs sind und die dann niedriges Level haben, dass man Zufallskämpfe möglichst vermeiden sollte. Ne? Das Blöde ist nur, dass man mit solchen Leuten manchmal selten wegrennen kann. Megamedizin, okay, dann hier in die Richtung. Oh nein. 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 Ganz vergessen. Ja, ein Bosskampf erwartet uns. Deswegen mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dann, tschüss, eure Time.